So, Freunde, ready for takeoff. Oder doch? Nee, ich bin nicht recht, Sonne kann mörderisch sein. So, kann losgehen. Ene, mene, Spanien, wir wollen nach Albanien. Ene, mene, voller Morph, Orochi heißt das Dorf. Ich glaube, die Herausforderung ist einfach wirklich jedes Jahr und jeden Tag vor allem aufs Neue, einfach wieder da zu sein und einfach diese Routine nicht so sehr an sich ranzulassen, sondern irgendwie jedes Mal halt wieder mit der vollen Energie da ranzugehen, obwohl man weiß, das Ding ist ein Selbstläufer auf irgendeine Weise, ne? Aber man hat dann natürlich irgendwie einen Anspruch an sich selber und weiß irgendwie, hey, ich will einfach mehr machen, als man im letzten Jahr gemacht hat. Oh, wo geh ich hin? Und du warst... Okay. Der war doch gut. Ja, okay. Die Kids, die fragen mich meistens so, ja, wie schaffst du es denn, so viel Text zu lernen eigentlich? Ja, so, ja, im Endeffekt ist es eigentlich gar nicht so viel, weil an einem Drehtag filmt man ja eigentlich nur zwei Szenen, wenn es hochkommt. Ich meine, so ein Text, der gibt dir einfach nur die Basis. Und du kannst selber dann daraus machen, was du möchtest eigentlich. Außer der Regisseur findet es nicht gut. Was soll's ja? Das Kostüm ist richtig wichtig für mich, weil das Kostüm, das macht so was Körperliches mit einem. Man taucht mehr ein. Wenn ich jetzt diese Hosenträger und die Krawatte und so anhab, dann ist es gleich irgendwie ein anderes Gefühl, was es einem auch irgendwie Sicherheit gibt dann. Und ja, das ist echt, das ist schon wichtig so. Und bitte! Ich bin dabei. Ja, gut. Ja, cut. Zwischen Ohren, na gut, mach keine Pause. Du kommst rein und denkst, oh, na gut. Weißt du? Oh Mann, immer wieder. Nicht einmal einen ruhigen Sommer. In dem Moment, wo ich verbessert werde, bin ich eigentlich eher selten so richtig enttäuscht. Es ist halt nun mal so, dass wir beim Film, da geht halt natürlich alles sehr, sehr schnell. Und das ist echt manchmal schwierig, das sofort umzusetzen. Deswegen braucht man vielleicht manchmal ein, zwei Takes. Und man darf halt echt nicht verzweifeln, glaube ich. Das ist echt wichtig, ja. Dass auch wenn man mal vielleicht drei, vier Takes braucht. Wie hieß das nochmal? Karoshi. Das war's. Na dann, lass hier losgehen. Nein, hallo Leute, nicht, dass wir dann irgendwie in der Wüste landen. Da hole ich lieber Wasser. Oh, Alex. Orochi! Orochi! Ja, das war's. Na, das finde ich lustig. Ich bin dabei. Oh, und er wird reinkommen. Oh, na gut. Oh, das ist. Du bleibst hier und pass auf. Ja, wir können es nochmal angucken, ja, wir gucken es nochmal angucken, weil es besser ist. Nee, am Ende war es nicht gut. Ich glaube, ich habe schon nach dem zweiten Film gemerkt, dass ich Schauspieler werden will. Also wirklich richtig gerne. Ich glaube, das ist einer der tollsten Berufe, die es gibt. Ich studiere jetzt auch Schauspiel und ich hoffe, dass es klappt. Man weiß es nie, aber es ist ein Traum und daran arbeite ich. Ja, ich bin schon ein bisschen geschafft jetzt. Also es waren schon viele Szenen heute, aber wir haben alles geschafft. Ja! Yeah!